Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir, dem Philipp Rüegg. Mit dem Simon Balissa. Und dem Luca Fontana. Ja, heute haben wir wieder mal ein ganz lässiges Programm. Zuerst reden wir ein bisschen über den Apple-Event, dann Sony State of Play und dann aber auch ein bisschen negative Sony-News, nämlich den auch jetzt den ersten oder einen weiteren Sexismus-Skandal, zumindest Vorwürfe dazu. Und dann reden wir vielleicht nochmal ein bisschen über Elden Ring und Gran Turismo. Und dann aber vor allem reden wir dann anschliessend mit unserem Gast, Kevin Kohler von der ETH Zürich, über Cyberkrieg. Und genau, er erklärt uns, was es mit dem auf sich hat, was ist überhaupt Cyberkrieg und was wird jetzt in der Ukraine, was jetzt aktuell passiert. Genau, aber ja, wir fangen an mit ein bisschen News. Eben der Apple-Event war schon am Dienstag, oder? Mhm. Und ich glaube nicht eine Riesenkiste, aber Simon, was haben sie dort? Haben sie etwas Lässiges gezeigt? Ich habe nur ein grünes iPhone gesehen. Ja, ein grünes iPhone, neue Farbe fürs neue. Gut, fertig! Ja. Das trifft es. Nein, sie haben schon noch. Also, ich meine, einerseits hat es ein neues iPhone SE, das ist so ihr Mittelklasse-Phone. Um die 500 Stutz kostet das 4,79. Das ist, glaube ich, die kleinste Ausführung. Normal, iterativ, oder 5G, DIN A15-Chip, ein bisschen bessere Kamera, ein bisschen mehr Batterie, nochmal ein bisschen mehr RAM. Also Apple hat ja dort schon eigentlich, das ist ja die Risikoanfrage eigentlich, das ist das Mittelklasse-Phone, das du willst haben. Sage ich jetzt einfach mal so, als Mittelklasse-Phone-Experte. Ich kaufe mir ja kein Phone über 500 Stutz, weil ich finde, es ist verschwendetes Geld. Und ja, das ist aber einfach, das ist jetzt nicht die grosse Überraschung. Dann hat es ein neues iPad Air, das ich noch so gefunden habe. Ja, okay, es macht Sinn. Ist jetzt auch mit dem M1-Chip drin. Aber ja, das ist logisch, oder? Das ist ihr System on a Chip. Schnellere USB-C-Ports, bessere Kamera und auch 5G. Aber das Grosse, was eigentlich ernst ist, sind zwei Sachen. Das ist einerseits der Mac Studio, das ist wie so ein bisschen grösser als ein Mac Mini, also so ein Computer in einer Box rein. Und Anschluss vorne. Das Apple lässt das langsam auf die Kunden, die nicht irgendwie, wenn die immer hin blind gehen, ihre Anschlüsse suchen. Das ist aber nicht die Big Story, weil ja. Dort gibt es. Die sind mit dem M1 Max, die haben es schon vorgestellt, oder? Für die letzten Laptops und so. Und aber auch der M1 Ultra, neuer Chip, neues System on a Chip, wo es vorgestellt haben, wo besser soll oder schneller soll sie als der Mac Pro, wenn du so einen M1 Ultra drin hast, als die beste Mac Pro Ausstattung. Das ist da der G-Scrater, wenn ihr euch daran erinnert. Ja. Käsraffle. Genau, wo aber irgendwie, was weiß ich, in der besten Ausführung 10.000. Nein, ich glaube irgendwie, nein, mehr, ist nicht so absurd viel. 30.000 oder so gewesen. Ja, ja, eben, wirklich absurd viel. Der M1 Ultra, das ist, genau, der ist in ihrem Computer drin, oder? Also, ja, in dem Mac Studio, genau, in dem Mac Mini, der etwas grösser ist. Mac Mini, sage ich jetzt dem mal, damit man es so ein bisschen, aber er heisst Studio jetzt. Ja, mein Kollege hat schon gewitzelt, sie haben jetzt das Marketing von Samsung geklaut mit einer Bezeichnung, mit dem Ultra, das ist ja ein typisch Samsung. Ja. Was noch spannend ist, man hat ja erwartet, dass der M2 schon kommt jetzt an dieser Presse, der ist noch nicht gekommen. Aber sie haben dediziert gesagt, ja, der letzte M1-Chip ist der Ultra-Chip. So. Also, nachher wird ein M2. Okay. Eben, mega schnell. So die M1 sind ja mega, haben wir schon ein paar Mal thematisiert. Das sind wirklich recht krasse Chips. Ich kann übrigens. Das ist noch nicht ganz spruchig, aber ich war bei einem Mischer, bei einem, der Musik abmischt, einen Nachmittag lang etwas am Abmischen. Zwinker, zwinker, es kommt dann gleich. Ich sage aber noch nicht was. es sind nicht unsere Jingles, so viel vorneweg. Vielleicht kann man dort was rausziehen. Ja. Und der hat bis anhin auf einem iMac gearbeitet mit i9, also wirklich die krasseste von allen, und hat sich dann einfach weil der reist viel und so, der ist auf der ganzen Welt unterwegs und so, und hat sich dann ein MacBook Pro gezogen mit dem M1 drin, und hat gesagt, hey, ich kann aufgehört auf meinem iMac arbeiten, ich arbeite nur noch auf dem. Es ist alles viel schneller als auf dem i9 Intel, den er vor irgendwie ein paar Jahren gekauft hat, und jetzt das ist sehr krass, was da läuft. Und das ist alles noch
in dem Layer rein, den er braucht, weißt, wo Apple so quasi zur Verfügung stellt. Das ist alles noch nicht native auf M1, seine Musiksoftware. Mhm. Und er sagt, hey, ist, wenn das noch native wird, dann ist nochmal 20% mehr, dann muss ich einfach, ja, also wirklich krass, was Apple irgendwie macht. Das hat der Kollege auch gesagt, als ich mal bei ihnen, sie sind App-Entwickler und haben ja dann auch den Tester und haben auch gesagt, die Kompilierungszeiten und so, die sind jetzt so strub schneller geworden. Eben, es gibt schon immer noch Zeugs, wo es läuft halt schon immer noch nicht alles, also ganz so, wie sie es verkaufen, ist es nicht, aber nein, es ist das ganze Ding etwa sechsmal abgestürzt und so, und dann hat es, aber easy. Also er hat gefunden, ja, das ist mir immer noch gleich, wenn es sechsmal abstürzt. Es ist nicht eine Live-Situation, oder? Ja, genau. Von dem her, ja, bis zu 20 Kern CPU, 64 Kern GPU ist der Ultra und preislich ist der Studio, der Mac Studio, fängt an bei $1,999, $1,999 für den M1 Max und dann kommt eben der Ultra, kostet dann gerade nochmals doppelt. Hey, aber 4,000 oder was? Ja, 4,000 für den Ultra, der kleinste. Okay. Du, aber haben die echt keine eigenen Namen mehr, Ideen? Weil Mac Studio ist auch einfach wie Surface Studio. Oder? Ja. Ich weiß es auch nicht. Es ist so plump irgendwie. Du kannst es ist ein bisschen plump, ja. Oder es gibt einfach keinen besseren Begriff, um genau das zu sagen, für was es gedacht ist. Ja. Irgendwie. So, weißt du, so Alternativen. Ja. Vielleicht machen sie es einfach auch extra. Man will einfach, dass oder alle das. beim Studio Computer an den von Apple denken. Das kann im Fall wirklich alles sein. Da müsstest du aber jetzt wirklich einen Markenexperten mal irgendwie befragen, wieso dass man so Sachen macht. Oder wenn es nicht geschützt ist, dann kann man es brauchen. Weil Apple sind ja immer die als erstes gerade irgendwie alles Zeug schützen wollen und so. Ja, weil Air ist ja, glaube ich, geschützt. Also ich glaube, Surface Air könnte es nicht. Das wäre wahrscheinlich nicht machen. Weiß nicht. Das andere, was ja noch lustig ist, wo ich glaube, The Verge hat da das so Titel gehabt. Und ich habe das wirklich noch witzig gefunden, wir haben es auch in der Sitzung diskutiert gehabt, die Magic Mouse. ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt die schon ist. Jetzt haben sie sie einfach in Schwarzen rausgebracht. 6,5 Jahre. Und das ist so eins von diesen Vorzeigedingen, wo man immer darüber gewitzelt hat, von so Designfehler. Weil Magic Mouse ist einfach die Maus von Apple. Und der Ladestecker ist unten dran. Das heisst, wenn man sie lädt, kann man sie nicht brauchen. Mm. Und alle anderen... Sie liegt dort wie der Gregor Samsa auf dem Rücken. Man kann sich nicht brauchen und ist unbrauchbar. Ja, es ist so wirklich die Verwandlungsschritte eigentlich. Und einfach, genau, ich habe einfach auch noch krass gefunden, dass die, jetzt bringt es ein neues Modell, das gleiche, aber einfach jetzt bringt es eine neue Farbe, stellen sie es nochmal vor. Und das ändert man einfach nicht. Ja, aber eben, die Diskussion haben wir jetzt, also ich finde die Diskussion müßig. Wenn du einfach eine neue Farbe machst und dann natürlich änderst du dann nichts, oder? Verreckt wäre gewesen, wenn sie anstatt den Lightning-Stecker unter USB-C eingebaut hätten, dann wäre es völlig gaga, oder? Nein, aber du musst immer noch mit dem Lightning... Sicher. Da und so. Also von dem her, ich finde jetzt der Aufschrei irgendwie, es ist lässig, dass man das alle zwei Jahre wieder mal thematisiert, wenn wieder neue Mäuse mit neuen Farben rauskommen. Beim iMac ist es schon so gewesen, oder? Beim neuen. Haben sie neue Farben für die Maus gebracht und schon dort ist der Aufschrei riesig gewesen. Aber findest du das nicht straub? Dass man sie, ja, wenn man es nicht redesignt, dann tut man es nicht redesignen, oder? Nein, also, aber du stellst... Die nächste Maus, die kommt, muss das Problem beheben. Nein. Aber es ist einfach keine neue Maus gekommen. Nein, genau um das geht es mir doch. Ich glaube, das ist für sie gar kein Problem offenbar. Weil sie haben jetzt nochmal eine vorgestellt, du hast wirklich so, hey, schau, dann haben sie jetzt auch so schön in Schwarz. Und das, und sie kostet $20 mehr. Genau, und das, wo mega viele das Gefühl haben, das ist doch irgendwie ein Killerfehler, oder? Das ist doch einfach, das macht sich unbrauchbar. Das ist für sie auch so, nein, man kann sie laden in zwei Minuten und darum spielt das keine Rolle. Ja... Ich finde es noch straub. Für mich wäre das ein No-Go. Also, es ist eine sehr bewusste Entscheidung, das jetzt nicht zu ändern. Weil, wenn du es ändern willst, musst du das ganze Gerät von Grund auf neu designen. Und also werden die nächste Magic Mouse 2 oder whatever die dann wird heissen, wird ja dann von Grund auf neu designt. Aber wenn sie jetzt finden, sie wollen neue Tastaturen in Schwarz bringen, dann tun sie halt das einfach folglich auch schwarz machen. Das braucht ja so viel, du kannst nicht einfach dort einen Charging-Port machen. Nein, das ist mir alles klar. Meine Ding ist mehr so, dass es doch irgendwie verdeutlicht, dass es, möglicherweise ist es, weil die werden ja auch irgendwie, Kunden befragen oder irgendwie so, dass es offenbar ist es gar nicht so ein Problem, wie eigentlich jeder
wo ich kenne, das Gefühl hat, also weißt, jeder lacht darüber. Das ist einfach so das lächerlichste Design, das ich glaube je von so einem Hersteller gesehen habe. Weißt du, so etwas wirklich so, ich kann mir kein dümmeres Beispiel vorstellen. Also weißt du, von irgendwie aber, etwas. Aber so, wie oft ladet man die Maus auf? Das ist der Punkt. Ich glaube, die hält sehr, sehr lang. Aha. Und scheinbar wirklich kannst du in 2 Minuten hure viel aufladen. Das vom, also sehr hat, lang heisst Wochen, Monate, ja, ich glaube wirklich Monat. So. Ein Monat. Genau. Ja. Und darum, möglicherweise, oder, ist das wirklich einfach, wissen sie einfach aus Feedback, dass es stürzt, allem in allem stürzt die Leute nicht. Aber ich finde auch gleich, ich meine, wenn ich am Arbeiten bin, und dann geht sie einfach nicht. Und dann so, du kannst ja nicht immer einfach sagen, okay, ja, ich komme in ein paar Minuten wieder. Ja, ich meine, man kann auch darüber reden, dass eigentlich sowieso als Maus selber eigentlich schon so ein unbrauchbares Gerät ist. Also ist mir egal, ob man es am Boden auflädt oder nicht. Aber ich meine, ich habe mit der geschafft und ich finde es völlig. Also das ist unmöglich zum Schaffen damit. Also jeder, der sich irgendwie ein bisschen etwas auf sich hat, kauft sich einfach dann eine normale Maus. Also ich finde geil, das Links-Rechts-Swipen habe ich immer geil gefunden. Cool, ja. Aber ich finde sie schrecklich zum Heben. Das ist so ergonomisch, ein Horror. Ja. Viel zu schmal, viel zu. Du musst deine Hand irgendwie so rund um. Also, ja, komisch. Nein, wirklich, verkrampft sich gerade die Hand, wenn ich daran denke, wie das gesehen habe. Ich kann auch gerade so ein bisschen krampfen. Also, ich finde das ein grösseres Problem, als wo ich jetzt die Uhr lade. Das ist das, was ich will sagen. Okay. Es redet jetzt niemand darüber, dass es eine Shit-Maus ist. Shit muss geladen werden. Das ist auch eine Taktik, oder? Du schmeißt es im besten einfach weg, wenn sie keinen Strom hat. Ja, warte. Also. Nein, so ist es. Nein, es gibt aber, sie haben übrigens, du bist ein bisschen vorgegriffen, weil es die zweite grosse Ankündigung, die ich noch gesagt habe, habe ich noch nicht gesagt. Das ist Studio Display. Apple hat sich entschieden, wieder einen Bildschirm zu machen, wo man sagt, so ein bisschen Prosumer. Also nicht so für Vollprofis, für die haben sie einen vollkalibrierten, was weiß ich, schieß mich tot Bildschirm für, glaube ich, etwa 8000 Stutz kannst du den holen. Wo aber kein Mensch braucht außerhalb von professionellen Anwendungen. Und der ist jetzt so ein bisschen 27 Zoll, 5K. Kostet, glaube ich, ja, $1,600. Also ist auch immer noch irgendwie ultra krasse Farbdarstellung. All diese Zahlen sagen mir nicht wirklich etwas. Haben da auch wieder mit irgendwie mehr Nitzhelligkeit und so. Nur 60 Hertz. Und da frage ich mich, wer gibt $1,600 aus für einen 60-Hertz-Screen? Aber wir sind wahrscheinlich eine andere Zielgruppe. Ja, ist das für Video? Also für Videobearbeitung? Ja, also eben, es ist so ein bisschen für ambitionierte, eben Prosumer, so ein bisschen ambitionierte Hobbyisten und Leute, die sich irgendwie, ja, also ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass mein Bruder, der ein Architekturbüro hat, wo jetzt nicht unbedingt auf die super Darstellung und so angewiesen ist, der wird das mit Handkuss nehmen, oder? Aber ja, es ist so ein bisschen, ich weiss nicht, ich glaube, es gibt Anwendungen, wo die Herz nicht so eine Rolle spielen, eben gerade Fotobearbeitung und so, was weiß ich, ist ja scheißegal, wie viel Herz das Videobearbeitung wahrscheinlich sogar auch, wage ich mal zu behaupten. Ja, wage ich auch zu behaupten. die dann also ein paar Absurditäten, Apple-Absurditäten, oder? Bleiben zum Beispiel bei den Sachen, die cool sind. USB-C dreimal drin und ein Thunderbolt noch mit 96 Watt Power. Mit dem kannst du eigentlich dein MacBook Pro 14 Zoll kannst fast chargen, was super geil ist, oder? Also für Leute, die irgendwie, du musst nicht noch irgendwie das Netzteil dort anschliessen und kannst einfach schnell hin und einstöpseln. Das ist cool. Aber es gibt noch eine Antiglanz-Beschichtung, die du kannst haben für $300. 300. Ja, aber das kostet einen normalen Bildschirm. Schnäppchen. Und du kannst, inklusive ist es 1 Meter Kabel, wenn du das nicht lange, dann kannst du 1,8 Meter kaufen, kostet satte $130. Das 2 Meter Kabel gibt es dann auch, das kostet, das ist 3 Meter, das kostet dann $159. Irgendwo nicht gelesen. Ist aber ein normales USB-C-Kabel, aber wahrscheinlich haben die noch irgendwie, ist in dem USB-C-Kabel noch irgendetwas drin, wo wahrscheinlich damit eben nicht normale USB-C-Kabel kannst nehmen. Oder sie verhökern jetzt einfach den Fanboys zu dem Preis und du könntest dir eigentlich auf AliExpress ein genau gleichwertiges Kabel für 5 Stutz holen und es würde genau gleich funktionieren. Weiss ich nicht, müssen wir testen. Also. Ich habe die Schlagzeile gelesen, ist ein Deal für den Preis. Und das heisst ja, übersetzt, wäre es Schnäppli. Ja. Was? Das Kabel. Der Titel habe ich gelesen irgendwo. Das Kabel oder der Bildschirm? Das Kabel. Und ich das Kabel? Noch, ja, das Kabel. Okay. Ja, und ich habe noch gedacht, was, 150 Stutz für irgendwie 1,8? Ja, das ist Ironie.
Ironie. Sie ist aber, nicht, aber es ist nicht irgendwie die wie heißt die? Die Onion. Boing Boing oder so gewesen, weißt du, was so lustige Titel machen. Ja, komisch. Ja, also ich meine, das muss man ja dann ausprobieren, ob das wirklich legitim ist, die Kabel. Also das wäre eigentlich der erste Test, den ich würde machen, wenn ich das bekommen würde. Aber ich meine, Apple hat ja eine Vergangenheit mit Sachen viel zu teuer verkaufen, because they can. Was? Weißt du was? Man wüsste dann auch die Füße, die es gegeben hat für den Magic Cheese Grater. Damit er wegrollen kann, während du schaffst. Rollen, ja, rollen, das ist in 600 Stutz abgeladen. Das sind nicht einfach absolute Preise. Ja, das haben sie auch vorgestellt. Und eben, ich bin absolut nicht, das ist nicht mein Market, darum bin ich auch nicht drin. Aber es gibt Leute, die kaufen das. Und natürlich kannst du dann irgendwie, der ist nur mit dem normalen Ständer, dann hat es noch einen Ständer, der ein bisschen mehr verstellbar ist, der kostet dann einmal Aufpreis und das WESA-Kit zum Drahtwand anmachen, kostet auch einmal Aufpreis, logischerweise. Aber es nimmt mich wunder, ich fände es mal lässig, wenn man den irgendwie anhand von nicht normal reviewen, sondern eben irgendwie so ein bisschen mal schauen, ob eigentlich Die Kabel, ob man mit einem günstigen Kabel gleich weit kommt und so. Ja, Kabeltest könnten wir eben bei unserer Community haben, das würde durchlaufen vermutlich. Ja. Kabelteile sieben. Kabu-Schnabu. Ja, voll, aber der Apple-Event, eigentlich für so ein bisschen den Profibereich sind schon noch ein paar Announcements, so der Ultra ist schon noch ein Ding und auch der Screen ist sicher auch ein Ding, aber ich glaube, es ist nicht für die breite Masse ist jetzt nicht unbedingt irgendwie die grosse Knüller darunter gewesen. Okay. Also, ja. Dann machen wir die zweite News. Ich würde sagen, es ist ähnlich. Ist etwas ähnlich spannend gewesen, aber man kann gleich darüber reden. Sony State of Play, das ist ja auch ihre so die kleinen digitalen Events, die halt, also klein. Nein, es können auch gross sein. Halbstündig, aber genau. Ja, weil die heißen glaube ich immer State of Play mittlerweile und haben einfach, sind schon angekündigt, dass sie sich dann auf so japanische Publisher, also Studios, werden fokussieren bei der Vorstellung und sie haben glaube ich irgendwie 13 Trailer oder so gezeigt. Und für mich ist noch irgendwie ein altes noch am ehesten rausgestochen. Schaut jetzt da. Haben Sie es gesehen? Also habt ihr ein paar Trailers geschaut? Ich habe es geschaut, jetzt schnell, aber im Fast schnell 10 Minuten durchgeskippt. Also mein Highlight ist die Turtles Collection, muss ich ganz klar sagen. Ist einfach, oder? Das sagt ja dann auch wie... Das Westliche. Ja, einfach eine wirklich Collection aus... jetzt weiß ich auch wieder nicht mehr, wie viele, aber auch sehr, sehr viele. Fast alles, was du willst. Also von Gameboy über Super NES, Nintendo, Arcade, alles, ja. Mega geil, hey. Also die vier voll, die ist natürlich geil. Und weil sonst hat es... Ich meine, das Zeug hast du alles schon gesehen. Ghostwire Tokyo hat uns nochmal Gameplay gezeigt und ich bin immer noch nicht gepumpt, obwohl es in Tokyo spielt. Dann hat's aber gespannt bin ich. Ich bin nicht gespannt, aber bin ich bin sehr gespannt. Ja. Forspoken nochmal, auch das Game, was ein bisschen generic aussieht und ich so finde, ja, geile Grafik, aber da muss noch ein bisschen mehr dahinter sein. Dann hat es irgendetwas Final Fantasy, da weiss ich, da habe ich so keine Ahnung, da will ich mich gar nicht drauf abladen, müssen wir den Kevin mal fragen. Ja, Exoprimal, wo es fucking Dinosaurier regnet, das ist noch so ein Trailer. Ich kann gerade alles sagen, weil wirklich neu ist... Exoprimal habe ich noch nie gehört, da hat es schon etwas gegeben davon. Nein, das meine ich, also der ist neu gewesen, also den habe ich auch nicht gekannt, der... Ja, du hast so ein Koop-Game, wo du irgendwelche Kampffahrzeuge gegen Horden von Dinos kämpfst, solche Science-Fiction. Da sieht wenigstens spassig aus. Den habe ich eigentlich noch witzig. Ja, sieht nach so einem LAN-Party-Game aus. Ja. Und dann haben sie so zwei neue, wir haben es gar nicht so mies, da die Dio Field Chronicle, so ein taktisches Rollenspiel und Valkyrie Elysium, ein sehr fancy Rollenspiel. Ich weiß ja gar nicht, ob das zu dieser Valkyrie... Chronicles gehört. Chronicles-Serie, aber ich glaube, Valkyrie Chronicles ist von einem ganz anderen Entwickler. Und so. Das kann sein. Fast witzig ist das mit Gigabash, wo einfach so Top-Down-Möbel mit so Kaiju, hast so diesen Godzilla-mäßigen Monster, kannst du einander abmöbeln. Das hat recht witzig ausgesehen. Ja, und irgendein JoJo's Bizarre Adventure, da weiss ich eben, bin ich zu wenig im Anime- und Manga-Zeug, dass ich überhaupt wüsste, was das ist, aber das ist ja schon irgendwie ein Ding.
Und dann also, nachher noch ein bisschen mehr Track to Yomi. Dort finde ich, das kann sehr gut kommen, aber auch schlecht kommen. Das ist das so ein bisschen Kurosawa-mäßige Sidescroll, whatever es dann wird. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß-Game, wo du einen Ninja spielst. Wo das eben, dort bin ich gespannt drauf. Auch dort ist es so ein bisschen wie Ghostwire Tokyo. Ja. Und dann, fast für mich die grösste, aber weil es erstens gratis ist, wenn du schon hast, ist Returnal Ascension, das 3.0-Update von Returnal. Das ist ja PS5-exklusive Roguelite oder so. Roguelite-Shooter, wo du dort auf den Planet kommst, eines von den wahrscheinlich bis jetzt besten PS5-Games, kann man sagen, aber ja. Also Exklusivtitel. Was ich sehr gerne gespielt habe, und ich auch immer noch auf der Liste habe von Games, die ich unbedingt noch weiterspielen möchte, aber nie dazugekommen bin. Und dort kannst du Co-op jetzt nachher spielen. Das klingt schon recht geil, muss ich sagen. Das ist sicher noch. Könnten wir, wenn es rauskommt, mal schauen, ob wir Stream anbringen, habe ich gedacht. Ja, das stimmt. Nimmt mich recht wunder, wie da die Schwierigkeitsgrad mit dem wird. Weil es ist ja wirklich sehr. Ja, es ist schwierig knackig, auch so ein Game, wo du den Schwierigkeitsgrad gar nicht groß anpassen kannst. Ich glaube, das hätte ich nämlich mal probiert. Um einfach mal den Rest der Welt zu sehen. Und und das ist, du kommst halt dort, manchmal kommst du rein und hast hure geile Runs und manchmal fragst du wieder nach irgendwie, weil du irgendwie die falschen Waffen aufgenommen hast. Und so. Aber das ist Roguelike halt. Ja. Das war das. Und die beiden Diaphil Chronicle und Valkyrie Elysium. Absolut keine Ahnung, was ich dazu soll meinen. Same. Das auch dort. Ich schaue auch mit gerne also JRPG-Geschichten rein und finde die auch schon lesen. Und also die Tacticals und so. Und Valkyrie Chronicles habe ich sehr geil gefunden. Aber wir werden es sehen. Ja. Also, dann die letzte Meldung, die wir noch haben, die ist auch gerade heute reingekommen. Darum ich habe jetzt auch nicht mich mega tief reinarbeiten können, aber ich fand, dass wir gleich noch rasch darüber reden. Dort geht es um Sexismusvorwürfe bei Sony und die Klage, die gibt es schon seit dem November. Ja. Also ist dort eingereicht worden, aber von einer Person, also einer Frau, wegen Geschlechterdiskriminierung. Genau, Dema Mayo oder May Major. Ja. Ich hoffe, ich spreche es jetzt falsch aus. Aber genau. Und dort, Sony hat jetzt reagiert, hat einfach wollen, dass das Gericht die Klage fallen lässt, oder weil es nicht haltbar sei oder so, oder einfach zu dünn. Das hat aber das Gericht, soviel ich weiß, nicht gemacht bisher. Mhm. Und jetzt haben sich 8 zusätzliche Frauen gemeldet. Nur eine schafft offenbar noch dort aktuell. Und halt auch wirklich solche, das Übliche, so herablassende Kommentare, begrapschen, anmachen, man wird da nicht ernst genommen, Beförderungen sind schwieriger. Und Frauen sagen Dinge bewertet worden, wie scharf sie aussehen. Und eine hat gerade Zwilling bekommen, hat dann gerne ein privates Zimmer gehabt wegen dem Stillen. Dann haben sie wirklich so eine Abstellkammer offenbar gegeben, wo man nicht können abschliessen konnte, direkt beim Eingang. Und das hat sie dann auch relativ schnell wieder aufgehört. Und das eine Beispiel war auch, wo es auch um Beförderungen gegangen worden ist. Und dort sind irgendwie 4 Frauen berücksichtigt worden und 70 Männer. Mhm. Und logisch. Wird ja auch mehr Männer angestellt haben, aber das vermutlich nicht in dem Verhältnis. Oder? Genau. Sony hat der Ursprung war eben auch, dass ihr eben dort das Arbeitsverhältnis gekündigt worden ist. Und sie hat gesagt, weil sie sich eben versucht hat zu wehren oder sich ein bisschen da die Männerwelt ein bisschen versucht hat aufzubrechen und das sei halt von der Obrigkeit nicht gern gesehen worden und dann hat man halt das Arbeitsverhältnis gekündigt. Das ist so der Ursprung von dem Ganzen, dass sie sagt, das sei unrechtmäßig gegründet worden und Sony sagt natürlich nicht, dass das alles rechtmäßig sei. Und um den Streit geht es eigentlich. Und der wird sicher nicht vor April 2022 vor Gericht verhandelt. Also da wartet man noch aufs Urteil. Und jetzt sind eben neu, also zu dieser Emma Meyer sind jetzt noch weitere 8 Frauen oder 7 Frauen, sind es insgesamt 8. Ich meine 8 weitere, aber ich kann man sie als 7 weitere gemeint. Jedenfalls hat sie Rückendeckung, danke. hat sie Rückendeckung bekommen. Ja. Und, das ist einfach wieder ein weiteres Beispiel. Ein weiteres trauriges Beispiel. Und es zeigt dass vor allem, dass es ironische oder das wirklich traurig am Ganzen ist, dass ja noch Sony angeblich selber, wo das ganze Blizzard-Zeugs losgegangen ist, die ganze Blizzard- und Activision-Skandal,
losgegangen sind, dass sie ja noch sie beschuldigt hat, wie schlecht sie mit dieser Situation umgehen. Wie haben sie selber so etwas an der Backe? Das haben wir aber auch schon mal gesagt, dass es wahrscheinlich nur eine Frage von der Zeit ist, bis so etwas dann irgendwie, oder? Und eben, wie gesagt, muss ich schon sagen, es sind Vorwürfe, oder? Das ist jetzt nicht, ja. Das genau. Ist schon nicht bestätigt und so, aber ja, schlussendlich haben jetzt so viele Beispiele, wie wir da schon gesehen, zeigen halt schon, dass das halt einfach, wenn es halt einfach so eine männerdominierende Branche ist, scheint es wirklich einfach überall vorzukommen, oder? Also, es würde mich wundern, wenn da alles erfunden wäre, aber ja. Ja, absolut. Und es geht dann ja sehr oft um die US Offices und so, also das ist dann eben auch noch. Ja, genau. Das ist, ich glaube, es sind alle in den USA angestellt gewesen. Ja. Ja, wir werden sicher weiter darüber berichten, wenn da, es da News dazu gibt. Und ja, nicht mehr wunder, wie das wird ausgehen. Und ob so ein bisschen eleganter löst wie Activision Blizzard, ja. Kann ich mir vorstellen, aber kann man zum Beispiel absolut nicht vorstellen. Es ist halt dann eben doch noch eine japanische Firma und so. No Race ist man so, aber die, das ist dann manchmal das unter den Teppich kehren, wird dann dort wahrscheinlich in den Nase kommen. Es ist so. Nicht zelebriert. Und es ist immer noch eine US-Firma, auch dort, dasselbe, oder? Ja. Hey, da kommen wir gar nicht hin. Also News haben wir nicht mehr. Und Big Screen haben wir eigentlich auch nicht gross, aber ich habe jetzt den Luca der letzte Woche schon darüber erzählt. Und du, Simon, hast noch nichts gesehen, den Batman der neue? Nope. Ja, ich habe keine Zeit gehabt, um ins Kino zu gehen. Und ich bin irgendwie, meine Freundin wird wahrscheinlich, also kann ich nicht dorthin schleppen. So. Nein, ist sie nicht so in the market für nein, Seven. Nein. Wipe. Ja, ich muss ja gar nicht viel sagen, der Luca hat das alles schon sehr schön erzählt und ich teile einfach seine Meinung. Ich habe ihn wirklich auch sehr geil gefunden. Einfach einmal wirklich gar keinen Superheldenfilm. Wenn man dann irgendwie die letzten anschaut, die ja auch schon gefunden haben, komm, wir machen jetzt Batman einfach mal in so ein düster und nicht mehr so Lederhosen, so Spandex-Outfits. Spandex. Und der hat jetzt mutig einfach gefunden, ja, aber das geht noch grittier und noch düsterer. Und so. Nein, es war geil. Also wirklich sehr schöne Bilder, mega geiler Sound und sehr spannend. Eben auch, für mich hat es zum Teil, gerade am Anfang, wo du das so gesagt hast, mit so ein horrormäßig ist, für mich hätte es sogar noch ein mehr können. Ich hätte gerne den Batman noch ein mehr als, sozusagen als Monster gesehen am Anfang. Weil nachher funktioniert es eh nicht, wenn er dann, wenn du ihn dann kennst. Obwohl, das stimmt auch nicht. Ich frage mich gerade, in welchem Film das mal so war, wo man amix wie so ein bisschen, wo es unheimlich ist, aber die Leute haben Angst vor der Hauptperson. Ich mag mich erinnern, dass ich das auch schon mal in einem Film erlebt habe und ich fand, wieso bin ich jetzt echt gestresst? Ich bin auf dieser Seite, ich muss ja gar nicht. Aber ja, jedenfalls aber sehr schön gemacht, wenn sie so das Bat-Signal an dem Nachthimmel siehst und dann all die Gangsters, die dann halt ihren Scheiß machen und dann einfach so den Schatten anschauen. Und das ist wirklich geil, da kommst du wirklich so ein schönes Kribbeln kommst dann über. Weißt du, sie sehen dann irgendwo eine schattige Stelle und haben einfach Angst, ob dort jetzt der Batman könnte sein. Und das ist wirklich, das ist mega geil gemacht gewesen, mega cool. Und ja, und so ist einfach, ich... Voll. Es tut so ein schönes Gefühl, was der Batman, er sagt ja, Fear is a tool und er meint damit quasi... Er kann nicht überall sein, aber er könnte überall sein. Und das kommt hure gut über. Hat Spass gemacht. Er ist schon lang. Ich kann jetzt nicht konkret sagen, dass er Längen hat, aber er ist einfach ein 3-Stunden-Film ist einfach lang. Das ist so. Ich bin froh, dass sie bei uns in Kinos Pausen geht. Ich schätze das so sehr. Kann man nämlich einmal schwätzen. Und Nein, ohne Pause. Film mit Pause sind crap, Mann. Nein, ich mache auch die Heimpause. Also, ist ja gleich. Ja. Und das Einzige, wirklich, was ich ein bisschen doof fand, der Riddler, der hat einfach so ein S&M-Outfit an und ich habe wirklich, das habe ich einfach ein doof gefunden. Das hat einfach, es hat so wie eine Verarschung ausgesehen irgendwie. Weißt du, wie so... Ja, wenn man sich darüber lustig machen und dann ein Outfit schön selber baut, weißt du, für irgendwie so eine Late-Night-Sendung. Hat er in einem Interview tatsächlich auch gesagt, das ist auch so seine Origin, jetzt ohne irgendwie zu spoilern, dass er sich überlegt hat, wie könnte er aus dem Milieu, wo er stammt und mit den Mitteln, die er hätte, und ein bisschen würde, wenn er eins auf Batman machen, wie würde dann so einer wie er, und wo ein bisschen leicht gestört ist,
Was für Materialien hat er überhaupt zur Verfügung? Wie würde er das machen? Und dann ist das halt dabei rausgekommen. Ob das jetzt, also es ist sehr weit auch von der Comic-Vorlage entfernt, aber ich glaube in dem Fall auch gut so, weil der Comic-Reader würde einfach nicht in dem Film passen, optisch. Das wirkt auch nicht auf jeden gleich. Mit einem grünen Bowler hat und so, wie damals der Jim Carrey. Ja, und überall Fragezeichen. Und, er hat dich ausgewiesen da, bei Pulp Fiction, der mit dem... Der Gimp, genau. und ist für mich einfach ein komisch gewesen. Ja. Aber gleich, sehr sehenswert, wirklich cool. Und in der... Ja, gezockt haben wir eigentlich auch nichts Neues, aber einfach verdammt viel mehr. Eben, Phil hat es bei einem From-Software-Game den Ärmel reingenommen. Ich habe Sekiro auch viel gespielt. Einfach, dort hat mich wirklich auch ein anderes Spiel davon weggelockt. Also jetzt ist einfach irgendetwas Neues gekommen, das ich müssen oder wollen spielen. So hat ihm das definitiv weitergezockt. Elden Ring habe ich jetzt schon fast 60 Stunden drin, bin irgendwie Level 90 oder so oder was, ich auch nicht was. Und ist wirklich, ich finde es immer noch wirklich sehr geil. Also einfach wirklich immer noch das meiste, was mich immer noch reizt, ist wirklich so das, ich will mal schauen, was dort ist. Ja. Oder ist irgendwie, das sieht noch geil aus, dann gehe ich dort hin, hast immer etwas zu tun. Mhm. Das packt mich wirklich immer noch nach wie vor. Ich muss aber schon sagen, es ist auch ein bisschen ermüdend. Ich bin immer noch der gleichen Meinung, mir persönlich würde das Game besser passen, wenn es ein bisschen weniger... Es ist sehr düster immer und sehr... man ist auch von der Stimmung so erdrückend und so. Oder? Das Spiel macht nicht Spass. Oder? Das heisst nicht Fun Souls oder Light Souls. Das heisst Dark Souls, Mann. Das spielt keine Rolle. Man kann auch am Resident Evil kann man Spass haben. Ich sage einfach, der Witz oder so die Absurdität ist bei diesen From Software Games eigentlich das, wo die so ein bisschen das Lichte reinbringt. Weißt du? So. Es gibt viele absurde Gegner und Situationen. Und ich meine, der Pott, der irgendwie dort, das ist no Spoiler, jetzt ist im Trailer alles vorgekommen, der dort feststeckt und so ein lebendiger fucking Tonbot. Das ist das, wo die leichte Note ist bei diesen From Games. Genau, das weiss ich schon. Du hast auch viele die Nachrichten und so. Aber es ist gleich, weißt du, das ist ja, eben, darum sage ich, das ist einfach meine persönliche Meinung. Dann würde ich es auch geniessen, oder? Dann ist es wirklich so, dann hätte ich mehr Freude dabei. Darum habe ich ja immer gesagt, dass mir immer Zelda in den Sinn kommt. Das ist wirklich so, da habe ich so eine richtige Freude verspürt, um das zu spielen. Und ich finde, das ist ein absolut geiles Game, das Elden Ring. Aber eben, ich wollte nicht, so ein bisschen im Stil von einem Fallout, das ist ja auch nicht irgendwie, happy, joy nur. Aber so ein bisschen upbeat und dann hätte ich einfach ein bisschen mehr Bock, weil einfach wirklich zum Teil schlaucht es dich ein bisschen, weil es einfach immer so alles ist so erdrückend und es ist so wirklich das Elend, das will sie, oder? Aber weil es so lang ist, oder? Und das ist schon ein Unterschied, es ist kein Dark Souls, Demon's Souls, so nach 20 Stunden oder was auch immer mal fertig hast, oder? Sondern eben, das ist auch länger, aber 20 Stunden ist so ein bisschen, wenn du wirklich einfach aber das ist ja das Ding bei diesen Games. Ja. Du kannst Main Quest chasen, aber du wirst immer abgelenkt. Also Dark Souls und bei Demon's Souls. Ja, aber... egal, oder? Das It is what it is, man. Ich habe jetzt ja gar nicht mehr weitergespielt, seit Gran Turismo rausgekommen ist, weil ich Gran Turismo bis zu der Session jetzt einfach als Hauptfokus habe. Und ich finde tatsächlich irgendwie, ich freue mich so hure dort rein zu tauchen wieder, aber das braucht, und das habe ich dir von Anfang an gesagt, es braucht wahnsinnig viel, es braucht ein Mindset, das ist das, was ich auch gemeint habe, oder? Genau. Du musst im richtigen Mut dafür sein und so, weil genau wegen dieser dunklen Umgebung, auch weil es ultra schwierig ist at times, je nachdem bis zu einem gewissen Level, das ist ja cool jetzt bei Elden Ring, du kannst eigentlich den Schwierigkeitsgrad selber machen, bei Dark Souls und so gibt es amix Punkte, du einfach nicht weiterkommst und du musst amix irgendwie anfangen zu farmen und so, das musst du da nicht, weil du immer, oder ich glaube nicht, oder es gibt keinen... Nein, genau, es ist ja so, es gibt natürlich auch, um das Game fertig zu machen, musst du ja gewisse Sachen schaffen. Und das ist eben auch das andere, was mir jetzt eben aufgefallen ist. Jetzt bin ich wieder so an einem Punkt, wo ich nicht mehr einfach durchmarschieren kann. Und dann habe ich auch gemerkt, dann schießt es mir ein bisschen mehr an. Weil ich einfach auf die Art Game habe ich einfach zu wenig Lust. Ich spiele sie ja schon so lange.
Und ja, das, ist aber, das, find, ja, das ist aber das Geile an dem Game halt für mich. Ich finde das als Geilste. Ja. Ich finde, das ist einfach mal auch nur 4 Stunden an einem Boss zu haben, bis du ihn schaffst. Das macht im Fall ich. Aber ich glaube, in dem Game würde ich behaupten, macht das die Minderheit. Glaube ich. Aber würde ich sehr gerne so Ich habe es jetzt gemacht, aber einfach, weil ich gefunden habe, shit, ich weiß, ich schaffe den Boss. Gut, 4 Stunden ist vielleicht zu extrem. Aber so 1,5 Stunden, 2 an einem Boss ist schon, mal, sicher. Und was ich, genau, ich habe dann nachher wieder gemerkt, also genau, einerseits, du kannst wirklich, das Game kannst du wirklich eben cheesen ohne Ende. Ich habe nachher irgendeinen Ort gefunden, wo du kannst vom einen Abgrund stehen und dann kannst du irgendeinen Vogel abschiessen und der rennt dann einfach über die Klippe. Und du kommst immer 11'000 Punkte über. Da habe ich mir etwa 1 Million Punkte erfarmt. Wegen dem ist es nicht einfach, nachher Bubi einfach im Fall. Du kannst wirklich meinen, ich habe etwa, weiss es nicht, 15 Level-Ups gemacht so. Und die einen Stellen sind dann schon einfacher geworden, aber so dort, wo es mir konkret darum gegangen ist, hey, das ist immer noch. Es ist dann nicht so, dass du dann einfach anstehen kannst und ja. Aber ich habe einen von diesen wirklich schwierigen Bossen gemacht. Einfach mit geschwind Leuten gespawnt und dort hat es so viele Spieler. Ja. Weißt du, musst ja, du kannst ja, es ist eh komisch, das Multiplayer-System. Du das ist sehr simpel im Vergleich mit Dark Souls. Ja, das spielt ja keine Rolle, aber für alle anderen ist total weiss, das ist total kompliziert. Du musst sammeln, oder? Ja, nein, vor allem, die Leute müssen dort das Angebot machen. Du als Spieler empfindest, ich helfe jemandem. Du musst, glaube ich, auch an dem Ort sagen, ich helfe dir. Und wenn ich an dem Ort dann bin, in meiner Welt, sage ich, ich brauche Hilfe, dann kann ich nachher am Boden so die Rune anklicken und mir etwas bestellen. Du siehst ihn dann auch so und dann kannst du abschätzen, wer das willst. Hey, und ich habe nachher einfach dort mir 2 geholt und die haben einfach zerstört. Kannst du mir also einen reinholen, oder wie? Ja, das dritte kannst du schlussendlich sein. Beim ersten habe ich gleich noch 2-mal probieren müssen, weil dann passt es nicht auf, weißt, weil sie ja so viele andere Spieler hat, die Aggro ziehen, dann wirst du leichtsinnig, haust einmal zu viel und dann macht der andere, dreht sich um, haut dir 3-mal eins auf die Schnorren und bist schon tot. Aber ich habe es richtig schön gewesen, mit anderen zusammen, alle haben dich rumgekommen und dumme Gesten gemacht, haben wir den verschnetzelt und dann der nächste ist noch viel schwieriger. Ich hätte den nie geschafft allein. Oder einfach, genau wie du, 5 Stunden probieren oder noch ein bisschen leveln. Und so habe ich einfach 4-mal müssen mir irgendwelche Leute holen und dann einfach nicht zu viel draufhauen, sodass er nicht immer zu mir kommt. Und die haben einfach mit ihren super Waffen und so, haben die da einfach auseinandergenommen. Die sind schon so am Min-Maxen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war so eine One-Hit-Sache, absolut absurd. Ja, so extrem sind sie nicht gewesen. Und ja, du hast auch gesehen, sie sind damals näher dran am Sterben, also wenn sie nicht aufgepasst haben. Aber es ist so, du hast nicht einfach können zuschauen, es ist etwas gegangen, aber ich habe es dann geschafft, nach dem 4. Mal, hat mich knapp 10 Minuten gekostet. Tipptopp, so mag ich das. Und, ja, ich weiß, casual. Nein, es ist halt, es ist tatsächlich, aber dann erübrigt sich die Diskussion über den Schwierigkeitsgrad wieder, wo du findest, wieso hat es keinen Schwierigkeitsgrad? Es hat einen, da ist er ja. Es erübrigt sich völlig. Simon, du musst mir das eigentlich mal anders sagen. Warum, nein, wirklich jetzt ernsthaft, warum, dass du das so stur siehst? Also weißt, macht das dein Spiel kaputt, wenn es das hat? Nein, mein Spiel macht es nicht kaputt, aber die Leute, also ich meine, klar, Man könnte den Schwierigkeitsgrad einbauen, aber es ist nicht das, was die Entwickler wollen. Und man muss den Entwickler ihre Entscheidung respektieren, weil sie geben dir ganz viele Möglichkeiten, um das Game zu cheesen, um es einfacher zu machen etc. Es gibt einfach nicht den Schwierigkeitsgrad, den du im Menü kannst anwählen kannst. Und nein, das ist das, was du musst respektieren bei diesem Game. Und aber es sagt ja niemand, dass sie irgendwie Arschlöcher sind und so. Man sagt einfach, es wäre einfach schön, wenn es einen hat. Also mir sagen es gar nicht. Es ist ihr Entscheid. Und das Ding ist, wenn sie einen Schwierigkeitsgrad einführen würden, ganz viele Leute nicht dort ankommen und das Experience haben, wo du jetzt hast, wo ich habe, wo sie denken, dass es der Spieler und Spielerin soll haben von Elden Ring. Und das und darum machen sie keinen Schwierigkeitsgrad und darum bin ich auch in aller Vehemenz, sage ich, es bringt nichts, den Schwierigkeitsgrad einzubauen, weil das Erlebnis, wo die Entwickler wollen, weil es ist tatsächlich ein spezielles Erlebnis, das soll man haben und das geht nur mit dem Schwierigkeitsgrad. Punkt. Das ist das, was ich sage. Und darum, ich glaube das eben nicht, weil das ist wie so, es gibt nicht das Spielerlebnis. Das gibt es gar nicht. Es gibt nicht das, was du hast, ist anders als das, was ich habe. Und nein, aber auch das, auch mit, durch den Schwierigkeitsgrad wird sich das genauso verändern. Also weißt, das ist wie so, es gibt nicht den idealen Weg, wie das Spiel erlebt wird. Für die einen ist es total
wird es dann total einfach und es ist keine Herausforderung und es wird nur mühsam. Nur ein bisschen mühsam. Wie das Farmen mit den Runen. Das ist einfach ein bisschen Arbeit, die ich muss machen, die null Spielspass macht. Die ich mir einfach mache, damit mir das Spiel ein bisschen einfacher ist, oder? Aber ja. Es war für mich eine Zeitverschwendung. Ich habe einfach eine halbe Stunde Zeit verschwendet. Ja, jetzt weisst du es und fürs nächste Mal machst du es nicht mehr. Und darum ist es ja wichtig, nein. Dass es so drin ist. Nein, ich musste es ja machen. Anders ist es für mich spielschwierig. Das ist für mich der Trade-off, den ich... Also, das sage ich so. Wie gesagt, wir können mal darüber reden, wenn du das nicht mal so lange gespielt hast. Ja. Aber ich sage einfach, ich meine, du weißt, meine Meinung ändert sich nicht. Ich bin das Problem, nicht der Schwierigkeitsgrad. Das ist für mich immer klar bei diesen Games und that's it. Und das ist ja das, warum das so genial sind. Darum finde ich den Schwierigkeitsgrad... Es ist einfach... Das ist das falsche Game. Du kannst bei jedem Game... Ich meine... Es gibt Games, die Schwierigkeitsgrad mega geil machen. Es gibt Games, die machen Schwierigkeitsgrad komplett beschissen. Übrigens, apropos zum Überleiten, let's agree to disagree bei diesem Thema. Ich will nicht mehr darüber diskutieren. Wir können schon noch mal diskutieren. Wenn ich es dann nachher fertig habe, ich will meine Meinung nicht ändern mit dem Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad bei Gran Turismo hingegen gibt es. Und er ist eigentlich, dort ist eben ein kleines Problem, weil er das ein bisschen das erzählt. Du fängst hinten an von 19 Kernen und so, musst alle überholen. Blablabla. Bla, bla. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen weitergespielt und ich habe den absoluten Grind auch dort halt gehabt, weil ich liebe grindy Games, wo du einfach einen Abend lang nicht weiterkommst und dann schaffst du es am nächsten Tag im zweiten Anlauf. Ich habe jetzt alles Gold-Lizenzen bis auf die Super-Lizenz, das ist die letzte noch und die ist verdammt knackig zum Goldig schaffen. Und es war fantastisch, das Erlebnis. Ich finde es so richtig geil. Weil du musst einfach die Streckenabschnitte halt fahren in einer gewissen Zeit und die Zeit irgendwie können unterbieten. Nebendran hast du deine Freundesliste, wo du siehst, was die anderen machen. Du kannst dort nochmal wieder ein bisschen grinden. Und ich habe so Spass an diesen Lizenzen, dass es mich anschießt, jetzt irgendwie wieder Rennen zu fahren. Es ist so, oder? Wobei mir jetzt ein Ding aufgefallen ist, du hast es nicht mehr gegamt, Herr Phil. Du hast einfach mal schnell rein da und that's it. Genau. Wobei mir jetzt natürlich ein weiterer Punkt aufgefallen ist, und jetzt erst, wo es halt das Multiplayer online ist und so, die ganzen Autos musst du Multiplayer auch, das ist alles in einem Ding. Du kannst nicht, gut, es gibt die Daily Races, die bekommst du das Auto, aber wenn du einfach ein normales Rennen willst machen, wie jetzt für die Session, die wir haben am 26. März, dort musst du Autos auch kaufen und sie kosten so viel, dass ich kurz davor bin, Microtransactions zu machen. Und sie haben Microtransactions. Und früher hast du eben deine Autos, die du gewonnen hast können verkaufen. Das haben sie dann mal abgeschafft. Das macht auch Sinn. Du gönnst ein Auto, einem geschenkten Geld schaut man nicht ins Maul. Die kannst du nicht verkaufen. Aber die du gekauft hast, die hast du können verkaufen. Und zwar ganz normal in-game für einen kleinen Verlust. Wie das bei jedem fucking RPG, wie mit jeder Waffe kannst machen. Und nicht mal das kannst du mehr machen. So bist du eigentlich... Quasi, weißt du, es gibt ganz viele Autos, die kaufst mal, um einen Cup zu machen und willst sie nachher nicht mehr und nachher kannst du dort noch schnell ein paar Stutz rausholen, oder? Ich verstehe jetzt auch nicht, warum man nicht auch die anderen sollte verkaufen. Also ist doch... Gunnen in Autos. Ja, ich meine, ist doch... Ja, also ich meine, schlussendlich, früher bei den Alten hast du so hure können farmen, oder? Ja. Früher hast du einfach immer das kleinste Rennen mit dem teuersten Auto gemacht und so hast du das Game immer gecheesert. Und dass man das nicht mehr macht, finde ich, es ist schon geil, oder? Sie führen dich geil an, du musst tatsächlich ganz viele Autos probieren auch, zum das, und das finde ich lässig und alles, oder? Aber dann will ich auch, dass ich die hure Muscle Cars wieder verkaufen kann. Brauche ich nie mehr so, oder? Und jetzt bin ich natürlich schon wieder irgendwie, wie kann ich am einfachsten irgendwie Geld farmen, weil das muss ich jetzt machen, weil irgendwann ist die Session und die wird irgendeine Autoklasse, das wird, ich hoffe, es Gruppe 3, das sind die geilsten, oder? Und ich will einfach alle Gruppe 3 haben. Eins Gruppe 3 Auto kostet 450'000 Credits. Und ich habe im Moment 160'000 Credits auf meinem Konto. Oh, und der schnellste Weg, den ich herausgefunden habe, ist bei dem und dem Race auf der einfachsten Schwierigkeit, oder mit der ganzen Shit nicht hast, mit dass die weil die schwierigste ist wirklich noch knackig, du musst immer perfekt fahren, auf der einfachsten Schwierigkeit machst 100'000 in 6 Minuten. Also das heisst... Ja. Bist du es willig dran? Da ich das Game jetzt natürlich bekommen habe von Sony und die Session ja für die Arbeit ist, bin ich kurz davor einfach 100 Stutz in Credits zu investieren, um das Spesen abzurechnen. Ihr braucht es für die Session. Ja.
Ja, ja. Also es ist nicht über alle Zweifel erhaben. Ich finde es aber nach wie vor immer noch ein sehr geiles Game, wo immer sehr, sehr geile Fahrphysik und es ist auch gut aufgezogen und so. Aber das ist so ein bisschen ein Tolkien im Reinheft, den ich letztes Mal nicht richtig beleuchtet habe. Aus meinem richtigen Hype raus und so, weil eben, ich bin auch nicht weit genug im Game. Ja. Finde ich ein bisschen schade jetzt mit den Microtransactions, dass Sony auch auf den Zug aufspringt, zumal das erste Mal ist, dass sie überhaupt so etwas machen. Früher hast du einfach ein Zusatzauto, weißt du, ein neues Auto kommt raus und dann hast du müssen 2-3 Stutz investieren. Das finde ich okay, das ist so DLC-mässig. Ja. Schade, Gran Turismo, schade, Polyphony, aber sonst immer noch. The grind is real. Findest du immer noch geil? Ja, ich glaube auch noch ein bisschen. Aber ich brauche einfach langsam etwas Neues, wo mich. Ich glaube, das Elden Ring bin ich eh nicht fertig, wenn ich wirklich erst in der Hälfte sollte sein. Aber ich möchte jetzt wirklich auch wieder mal etwas Neues. Aber ich merke, ich brauche etwas Neues zum Aufhören. Zum Spielen einfach weiter. Ja, ist schon gut, ja. Spiel weiter. Nein, aber es ist irgendwie, immer so ein bisschen, es ist nach 3 Stunden hast du gezockt am Abend und das ist nicht immer ein gutes Gefühl schlussendlich nachher. Wenn du bis am 1 am Morgen den Boss immer noch nicht geschafft hast und du musst hässig ins Nest, meinst du? Oh nein, ich mach nie einen Boss. Wirklich, verschwende nie Zeit an Bossen. Es gibt so viel zu machen. Hm. Das ist wirklich, ich habe noch, glaube ich, nie den Margit am Anfang nicht lang gehabt und nachher nie lang an einem Boss müssen probieren, weil einfach, gehst einfach. Also eine halbe Stunde, Maximum. Und letztes Jahr wieder ein Drachen gelegt, der 80'000 geht und der hat sich bewegt. Das ist nicht wie der erste, der einfach dort gelegen ist. Der ist einfach so einfach gewesen. Also komm, dann wir haben ja noch einen Gast. Genau. Und den habe ich immer nicht vergessen. Nein. Der Kevin Kohler, genau, von der ETH Zürich, vom Center for Security Studies. Und mit dem reden wir über Cyberwar in der Ukraine und was das bedeutet, wie die Schweiz da involviert ist und was sie dort macht. Und der Luca und ich dann ein bisschen ausquetschen und der kommt gerade noch Päuseli und ich klinge mich aus. Tschüss miteinander. Ja, bis. Hat mich gefreut. Also, dann bis nachher. Bis später. Willkommen zurück zum zweiten Teil mit das mal, wie angekündigt, unserem Gast, Kevin Kohler von der ETH Zürich. Kevin, erstmal danke für mal, dass du Zeit genommen hast, um mit uns über Cyberkrieg zu reden. Merci euch. Du arbeitest an der ETH, also du forschst an der ETH im Center for Security Studies. Was machst du dort konkret? Vielleicht das kannst du mal zuerst sagen. Genau, also ich mache eigentlich Cybersicherheitspolitik. Das heisst, es ist jetzt quasi nicht auf einer operationellen Ebene, aber da geht es, sagen wir, zum Beispiel um strategische Fragen, wie zum Beispiel, sagen wir, wie tut man jetzt Neutralitätsrecht zum Beispiel im Cyberraum auslegen oder während so einem Konflikt wie jetzt da? Oder was bedeutet das, wenn man jetzt zum Beispiel immer wieder gehört, dass zum Beispiel das Land wie Russland, wo quasi ein eigenes nationales Internetsegment hat, was bedeutet das, was für Schritte unternehmen die jetzt da und was muss man da eventuell quasi machen? Okay. Ja, das ist doch sehr gut. Ich glaube, da können wir dann im hinteren Teil von unseren Fragen sicher drauf, wie die Schweiz so in dem Ganzen mitspielt. Aber ich glaube, wir machen zum Anfang mal ein bisschen auf, machen breiter, um einfach mal erklären, was Cyberkrieg eben, das sagt jetzt jeder, oder? Weil natürlich jetzt Krieg ist in der Ukraine mit Russland zusammen. Und Krieg wird mittlerweile ja nicht nur noch Boden, Luft und Wasser sozusagen geführt, sondern eben auch der Cyberkrieg. Und vielleicht kannst du gerade mal erklären, was fällt denn alles unter Cyberkrieg? Was muss man sich darunter verstehen? Genau, also man muss vielleicht mit dem Begriff selber anfangen. Es ist so, dass man sicher einen Krieg mit einer Cyberdimension hat, aber der Begriff Cyberkrieg selber, der ist zumindest, sagen wir, in Academia ein bisschen umstritten. Und der Grund für das ist natürlich, weil einerseits gibt es viel quasi Cyberaktivitäten, die finden auch quasi in Friedenszeiten statt, aber die sind nicht direkt quasi unterhalb von der quasi legalen Schwelle von einem bewaffneten Konflikt, oder? Und eigentlich auch jetzt haben wir quasi viel Cyberaktivitäten, aber eigentlich, also
Grossmehrheit davon ist auch quasi klar unterhalb von dieser Schwelle von einem bewaffneten Konflikt. Und das ist quasi in dem Sinn noch wichtig, weil was ein Unterschied ist quasi zwischen, sagen wir, Cyber und jetzt quasi der kinetischen Dimension, wo der Konflikt stattfindet, ist es halt quasi die Leute, die jetzt da quasi Angreifer sind oder auch quasi Ziel, die sind viel weiter quasi globaler verteilt, oder? Also im kinetischen Kampf, da findet das quasi geografisch zentriert in der Ukraine statt. Aber im Cyber gibt es quasi auch Leute, die involviert sind, die unter anderem in NATO-Ländern sitzen, oder? Und darum ist man da ein bisschen quasi vorsichtig, den Kriegsbegriff zu verwenden. Aber vielleicht grundsätzlich, oder? Also ich würde sagen, man kann grundsätzlich sagen, im Konfliktfall, es gibt so quasi drei Hauptdimensionen, quasi der Cyberraum relevant ist. Das eine ist einfach mal quasi so nachrichtendienstlich. Also es sind jetzt nicht Cyberattacken, aber quasi das Abhören etc. Also zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel die USA, die liefert der Ukraine quasi viel Intelligence oder quasi über Satelliten, wo sind jetzt quasi die gegnerische Einheit etc. Und umgekehrt zum Beispiel die Russen haben jetzt über etwas, das nennt sich BGP-Hijacking, hat jetzt zum Beispiel versucht, Daten abzugrasen vom ukrainischen Internet, um quasi einfach so quasi mitzufahren, wie sich die positionieren etc. Die zweite Dimension ist eben so quasi der ganze Propagandakrieg, oder, wo heute einfach sehr viel online ist, über die sozialen Medien. Das hat zum Teil quasi also Cyberattacke im Sinn dabei, dass man zum Beispiel etwas hackt und dann leakt, oder dass man zum Beispiel irgendwie, sagen wir, quasi soziale Medienprofile hackt und nachher die quasi falsche Informationen verbreitet. Aber das ist letztendlich einfach auch quasi über alle Medien einfach quasi das Ziel, die eigene Weltsicht im Westen, in der Ukraine, aber auch quasi in Russland zu verbreiten. Und das Dritte, das sind dann quasi eben so, das sind die wirklichen Attacken. Da gibt es auch quasi Abstufungen. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel DDoS-Attacken, oder einfach quasi, sagen wir, eine Website oder ein Service, dann halt einfach temporär nicht verfügbar ist, weil man da quasi einfach mit Anfragen überfordert. Es gibt aber in dem Sinn auch ernsthafte Attacken, wo man Daten stillt und veröffentlicht oder wo man Daten löscht oder wirklich auch tatsächlich dann einen Einfluss auf Infrastrukturen hat. Also zum Beispiel, es sind zum Beispiel die Russen, die brauchen ihr Eisenbahnnetz, um neue Truppen hinzubringen in die Ukraine. Und jetzt haben wir mal zum Beispiel Hacks gegeben, dass nachher das Eisenbahnnetz nicht richtig funktioniert. Also eben genau das du hast gesagt, genau mehrere Ebenen. Kann man ja irgendwie gewichten. Das eine sozusagen, würde ich jetzt mal so als Propaganda sozusagen abtun, oder? Das ist in dem Fall wirklich auch ein Teil, das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob das ein Teil vom Cyberkrieg ist, eben heutzutage mit Social Media und all dem. Dann eben, wie du sagst, so konkrete Sachen, oder? Das ist vielleicht auch das, was man sich noch am ehesten vorstellt, dass man eben früher hat man immer davon geredet, ja, weißt, wenn wir ein Atomkraftwerk hacken und so, obwohl das offenbar nicht sehr wahrscheinlich ist, wenn nicht sogar komplett unwahrscheinlich. Und dann eben sozusagen Spionage. Welches von denen ist, kann man das sagen, ist etwas, welches ist am wichtigsten, welches Werkzeug? Ja. Also gut, das ist natürlich im Moment, weil wir quasi noch in dem Nebel sind, immer schwierig einzuschätzen. Ich glaube, was man sicher kann sagen, ist, wenn man die ersten zwei Dimensionen anschaut, nachrichtendienstlich und quasi Beeinflussung, die scheinen beide relativ gut für die Ukraine zu laufen, im Sinne von, dass eben, also die Ukraine bekommt sicher kriegsrelevante Informationen über Staaten wie die USA, und es ist sicher so, dass sie quasi, sagen wir, die Propagandaschlacht zum Beispiel im eigenen Land sicher gewonnen haben, weil die Russen durchaus in einem operativen Plan das Gefühl haben, sie können jetzt hier quasi die Ukraine in ein paar Tagen stürmen, weil das einfach alles zusammengeht, oder? Und sie dann nachher sagen, der Soldat jetzt hauen ab, oder? Ist eh verloren, euch ein Präsident flüchtet, etc. Und also ein solcher Zusammenbruch ist definitiv nicht passiert. Im Gegenteil, die Russen sind jetzt halt dabei, immer mehr Zensur im eigenen Internet einzuführen, oder? Die dritte Dimension, das ist quasi die, wo sagen wir vielleicht medial am höchsten laufen, vielleicht aber auch die Dimension ist, wo, sagen wir, interessant ist, weil sie quasi, sagen wir, das größte Eskalationspotenzial hat, oder? Da muss man sagen, ist bis jetzt, sagen wir, die Aktivitäten, zumindest die jetzt der Westen betroffen haben, sind vielleicht sogar eher ein bisschen unter der Erwartungen gewesen, weil man weiß, Russland hat grundsätzlich Fähigkeiten,
auch so quasi sophisticated Attacks zu machen. Sie haben das in der Vergangenheit auch gemacht. Aber zumindest westliche Ziele sind da bisher ziemlich glimpflich davor gekommen. Es hat 3-4-sättige Cyberattacken auf die Ukraine gegeben, also mit sogenannter Viperware, wo man nachher, sagen wir, in IT-Unternehmen, in Aviatik, in Rüstungsunternehmen, an Grenzposten etc. wirklich Sachen gelöscht hat und die eingeschränkt hat. Aber es hat jetzt nicht der riesige Effekt gehabt, ist in dem Sinn wirklich auch ein Nebenschauplatz gewesen gegenüber, sagen wir, im kinetischen Kampf. Aber die Möglichkeiten sind, weil die Vorstellung ist riesig, aber was ist denn auch wirklich möglich? Also eben, weil klar, vernetzt ist ja mittlerweile alles, oder? Das heisst, theoretisch, also eben digital gesteuert wird halt wirklich alles, von irgendwie, Schienensystem zum Flugverkehr, zu Kraftwerk und so. Aber wie viel von dem ist jetzt wirklich, weißt du, so Sachen wie, keine Ahnung, bei einem Staudamm irgendwie die Schleusen öffnen oder so, oder? Könnte man ja meinen, das muss man ja nicht unbedingt physisch vielleicht machen, aber so Sachen, ist das wirklich wahrscheinlich? Also das Ding ist, möglich ist tatsächlich sehr vieles, oder? Die Frage ist, ist es quasi die einfachste Option, um ein Ziel zu erreichen? Oder sagen wir zumindest in der Ukraine, wo natürlich quasi Russland die Lufthoheit hat und auch Truppen im Land hat, oder? Könnte ich natürlich zum Beispiel, wie sie das mit Atomkraftwerk gemacht haben, ich könnte das auch einfach quasi mit Panzer übernehmen, wenn die das Atomkraftwerk wollen übernehmen. Und quasi, weil wir jetzt quasi bei den industriellen SCADA-Systemen, also sie brauchen oftmals so quasi relativ eigene Standards, also die haben eben halt quasi nicht quasi IP, sondern da gibt es über 100 verschiedene quasi Netzwerkstandards. Das heisst, man hat jetzt so quasi nicht, zum Teil nicht so gute Skaleneffekte. Das heisst, man kann das System hacken, aber es braucht quasi einen gewissen Vorlauf in der Regel, wenn man das super machen will. Und darum, das ist zumindest eine Erklärung davon vielleicht, wieso man jetzt, sagen wir zum Beispiel in der Ukraine nicht versucht hat, über Cyberattacken das Elektrizitätswerk abnehmen, ist, dass wenn man eh schon physisch drin ist, dass es vielleicht tatsächlich einfach ist, den gleichen Effekt physisch zu erzielen. Heisst aber nicht, wie soll ich sagen, dass längerfristig nichts passieren wird. Das ist wirklich so, wie soll ich sagen, Russland, es gibt einige, zum Beispiel von diesen Ransomware-Gruppen, weil er hauptsächlich von Russland aus operiert. Und wir sehen eigentlich über die Jahre, das sieht man übrigens auch in Cyber Insurance Premiums, dass das Problem wird grösser, oder? Und die haben quasi ein ökonomisches Modell, das funktioniert, weil die haben so quasi ihre TTPs, sagen wir mal, also so Taktik, Technik, Materialien und Procedures, wo sie quasi, sagen wir, so modular wieder können einsetzen, oder? Und durch das hat man quasi gewisse, sagen wir jetzt, Skaleneffekte und kann das quasi auf verschiedene Unternehmen anwenden. Das heisst, man kann sicher einen grösseren ökonomischen Schaden anrichten, wenn man will, auch im Westen. Wieso das bisher nicht passiert ist, kann man sich fragen. Einerseits vielleicht, weil auch sehr viel gegen Russland stattfindet und die quasi mit sehr vielen anderen Sachen die Hände voll haben. Natürlich, wenn jetzt der Putin längerfristig bleibt, wird zum Beispiel sicher zum Beispiel das Environment für die Gruppe sicher quasi permissiver sein als vorher, oder? Weil im Westen hat man eigentlich immer versucht, quasi Druck auf Russland auszuüben, dass die Gruppen eben nicht alles angreifen, oder dass man sagt, zum Beispiel kritische Infrastruktur etc., die sind off-limits. Ob quasi solche Normen auch in Zukunft noch werden halten, das will man jetzt ein bisschen. Und eben, Luca, du grätschst einfach rein, wenn du einander bist. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, weißt du, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Weil ich nehme an, die Attacken, eben das Zeug geht ja auch lang, oder? Wie irgendwie Programmieren generell, oder? Das kennt vermutlich jeder, der programmiert, oder? Also, Zeugs coden und so, das braucht Zeit und so. Ich nehme an, das wird beim Hacken genauso sein. Das ist nicht etwas, wo irgendwie in einer Stunde machst, sondern ich weiß auch nicht, Tage, Wochen, wie lange auch immer. Und, aber eben, wird irgendwo in einer normalen Schaltzentrale oder in einem Büro hocken dann halt einfach irgendwie sozusagen die Hacker, die halt einfach irgendwie dann
ich weiß auch nicht, am Morgen auf dem, ihrem Jira-Board oder so, ich weiß auch nicht, den Task fassen oder so. Also, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also es ist so, also ich sage mal, gerade die sogenannten Advanced Persistent Threats, oder? Also eigentlich die Staatsakteure, oder in Russland, die hatten nämlich so lustige Namen, irgendwie zum Beispiel Fancy Bear, Cozy Bear, Sandworm etc. Aber die schaffen dann wirklich zum Beispiel, sagen wir, irgendeine Abteilung zum Beispiel eben vom russischen Militärgeheimdienst etc. und haben quasi wirklich in dem Sinne, bös gesagt, einen Bürojob, oder? Es ist natürlich ein bisschen anders jetzt in dem Konflikt dann im Sinne von, dass man sehr viel quasi auch quasi unabhängige Hacktivisten und Gruppen davor haben, die irgendwie eingreifen. Dort ist das vielleicht quasi, sagen wir, weniger... Dort hat es weniger klare Hierarchien, wie das organisiert ist. Oder? Ja. Und was würdest du sagen, hat das eigentlich für einen Stellenwert? Also das ist der Cyberwar im Vergleich zum eben klassischen Krieg, wo man ja vor allem sieht jetzt in den Medien. Ja. Also ich denke eben jetzt, im Fall, wo man kinetische Krieg kennt, ich denke, ist es vergleichsweise ein Nebenschauplatz, oder? Weil, also wenn man sich zum Beispiel jetzt anschaut, sagen wir zum Beispiel, gestern ist ein Kinderspital, irgendetwas verbombt wurde in Mariupol, oder? Und ganz schlimme Bilder, Dutzende Tote. Also ein Äquivalent davon quasi auf Cyberseite, aber durch wirkliche Cyberattacken, dem sind, das haben wir nicht gesehen, oder? Und also darum eigentlich, es klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, oder? Aber es gibt grundsätzlich natürlich, wenn es kinetische Konflikte gibt es auch mehr Cyberaktivität. Also wir sehen momentan, es ist ein bisschen schwierig, einen Überblick zu behalten, weil es gibt definitiv, wir haben so eine Liste, wo man das verfolgt, es gibt definitiv jeden Tag 5, 6, 7 quasi nennenswerte Inzidenz, oder? Also es gibt sicher mehr Aktivität als normal. Aber während, sagen wir zum Beispiel, also es gibt keine quasi... Es gibt keinen Luftkrieg, der eigentlich in Friedenszeiten geführt wird, wo man einfach kleinere Bomben wirft, oder? Ja. Und darum quasi in Friedenszeiten, weil da quasi eben Cyberaktivität eben quasi unterhalb von dieser Schwelle stattfindet, hat quasi Cyber vergleichsweise einen grösseren Stellenwert als quasi jetzt, wenn man natürlich die kinetische Möglichkeit hat. Mhm. Was hat eigentlich die Ukraine jetzt für Möglichkeiten? Also wir haben jetzt viel über Sachen geredet, was Russland macht. Was kann die Ukraine da dem entgegensetzen? Oder was setzen sie dem entgegen? Ja. Also die Ukraine, und das ist für mich wirklich faszinierend, ist quasi, wie sehr sie eben in dem Sinn das Crowdsourcing brauchen. Oder? Also sie haben, man kann sich quasi über verschiedene Telegram-Channel, oder kann man quasi zum Beispiel jetzt quasi Teil von dieser IT-Army, wo eigentlich indirekt schon eben über Ministerien und indirekt schon auch vom ukrainischen Militär nachher quasi ein Ziel fassen, oder dass wir wollen jetzt die und die Frequenzen zum Beispiel von den Russen stören, wir wollen jetzt das und das machen im Informationskrieg, und durch das können sie eigentlich die Freiwilligen, wo durchaus sehr zahlreich sind, jetzt in dem Konflikt quasi sagen wir, nicht kontrollieren, aber sicher steuern, wo sie hingehen. Und das ist eigentlich erstaunlich erfolgreich. Also ich würde sagen, die Russen haben doch, das bekommt man bei uns nicht so viel mit, aber also einerseits auf der Propaganda-Ebene ist so, dass man so die russischen Hauptpropaganda-Leute, die werden gespammt mit Messages Tag ein und Tag aus, und auch quasi Sender, wie zum Beispiel irgendwie RT oder so, werden nachher gehackt, oder? Und nachher werden irgendwie ein andere Sachen drauf gezeigt. Und quasi selbst eben, sagen wir so Sachen wie Börse oder Banken sind teilweise unerreichbar gewesen, wenn man da DDoS und anders gelauncht hat oder quasi Data Breaches gehabt hat von Teilen vom russischen Militär. Also, ich würde sagen, das ist vielleicht immer schwierig jetzt zu sagen, wie effektiv ist das und quasi auch, wie viel davon kann man wirklich at face value nehmen, oder? Weil wir müssen jetzt so quasi uns ein bisschen einfach auf die Aussagen von diesen Gruppen verlassen. Aber es scheint durchaus quasi ein Mittel zu sein, wo einen Effekt hat. Also eigentlich einfach gesagt, also ganz einfach ausgedrückt, die Ukraine tut nicht unbedingt selber Cyberkrieg betreiben, sondern sie orchestriert oder koordiniert eine weltweite Armee von freiwilligen Sympathisanten und so weiter, um ihnen helfen. In dem Cyberkrieg, habe ich das richtig verstanden? Genau, kann man grundsätzlich so sagen, oder? Und darum lässt es so auf die Einleitung von der Tour, aber darum
ist quasi gibt es unter Umständen ein kleines Problem, oder wenn man das wirklich Krieg nennen, oder? Weil, also viele von diesen Freiwilligen eben, die werden auch in westlichen Ländern sitzen, oder? Mhm. Unter anderem in NATO-Ländern. Und es ist natürlich so, dass wenn sich die Leute quasi eigentlich direkt Ziel fassen von Ukrainer, dann kann Russland die so quasi als Combatants einstufen. Das heisst, sie als Einzelpersonen quasi verlieren in dem Sinn ihre Neutralität und, okay. Und solange sie im Konflikt sind, kann quasi Russland Gegenmaßnahmen ergreifen. Und sagen wir, es gibt jetzt zum Beispiel ein Leak, wo man nachher sieht, okay, die Leute zum Beispiel aus der Schweiz haben da jetzt bei der IT-Army mitgeholfen, dann können quasi Russland auch an die Schweiz antreten und sagen, schau, es gibt da quasi die Due Diligence Norm, es gibt eigentlich eine neutrale Präventionspflicht, bitte schau jetzt, dass die Attacken aufhören und dann müsste quasi die Schweiz etwas machen oder sie wird strikt gesprochen quasi vermutlich Neutralitätsrecht brechen, weil eigentlich dürfen wir quasi nicht aus neutralen Ländern raus in einen International Armed Conflict. Also ich finde, da gibt es gerade zwei spannende Fragen. Also eben einerseits in dem Fall das Risiko, das habe ich mich auch gefragt, auch von diesen Anonymous und so, für die Personen, oder, wenn die sich in einem genau Krieg beteiligen, ob die dann nicht selber zur Zielscheibe werden. Aber so wie du jetzt eigentlich sagst, wirkt es eher so, als müssten sie konsequenter vom eigenen Staat oder mit vom eigenen Staat rechnen. Also, dass sie ja, sozusagen gehandelt werden vom Staat, vom eigenen. Ja, also es kommt darauf an, oder? Also, wie soll ich sagen, also die westlichen Staaten sind jetzt nicht super darauf verpflichtet, die Leute alle zu finden und zu bestrafen. Oder? Und es gibt, also muss ich so sagen, Präventionspflicht ist ein quasi misleading term. Die heisst jetzt einfach so zum Beispiel die neutrale Präventionspflicht. Aber das heisst eigentlich nicht, dass ein Staat das wirklich muss quasi verhindern, sondern er muss erst, wenn er wirklich das Wissen davon hat, also wenn jetzt quasi der andere Staat sagt, look, ich habe quasi Beweis, die greifen da quasi in den Konflikt, dann muss man quasi etwas machen. Und dann meinst du, wenn jetzt das eben, jetzt Beispiel von der Schweiz, eben, dann würde der Bund reagieren, meinst du? Also, in der Schweiz, also kommt darauf an, was Regierung heißt. Man würde zumindest sicher quasi versuchen, den Leuten zu kommunizieren, aufzuhören. Das heisst nicht, dass die jetzt quasi strafrechtliche Konsequenzen würden haben. Wenn ich das, würde man sicher machen, weil in der Schweiz versucht man natürlich schon quasi Neutralitätsrecht einzuhalten. Gleichzeitig muss ich sagen, also es gibt einen Zwischenstatus zwischen Kriegspartei und neutral. Oder das heisst auf Englisch einfach non-belligerent, nicht Kriegspartei. Und die meisten europäischen Staaten und auch die USA sind im Konflikt eigentlich nicht Kriegsparteien. Also sie brechen Neutralitätsrecht in dem Sinn quasi bewusst und nehmen das quasi in dem Sinn im Kauf, dass die Russen je nachdem gewisse Gegenoperationen gegenüber dem unternehmen. Aber sie sind quasi nicht in dem Status neutral, weil die Schweiz natürlich ein permanent neutraler Staat ist, wo quasi sehr an dieser Neutralität hängt, wird man natürlich grundsätzlich versuchen, eben zumindest das Neutralitätsrecht nicht zu brechen. Neutralitätspolitik ist noch etwas anderes, oder? Also man sieht natürlich, dass man auch den Putin sanktioniert, die haben das jetzt aus einer Liste von unfreundlichen Ländern da und statt wie fordern, dass wir irgendwie so Vermittler sind, zum Beispiel für die USA und Russland, redet jetzt mit Staaten wie Israel, also die quasi politische Neutralität ist noch etwas anderes, weil die Schweiz hat quasi relativ starke Sanktionen getroffen, aber zumindest quasi die rechtliche Grundlage, also das Neutralitätsrecht, wird die Schweiz ziemlich sicher nicht. Ja. Bevor wir vielleicht eben zur Schweiz kommen und wie die eigentlich gewappnet sind, eben vielleicht noch etwas zu Anonymous. Die haben eben halt in den Medien immer viel Aufmerksamkeit, aber wie beurteilst du dort so den Effekt, den die dann wirklich haben, auf jetzt in dem Fall von der Ukraine? Ist grundsätzlich schwer einzuschätzen, aber ich würde sagen, muss vielleicht breiter fassen als Anonymous, weil, wie gesagt, ich habe jetzt da gerade die Liste nicht da, aber es ist vielleicht so, Anonymous ist quasi einfach die bekannteste Gruppe, aber es gibt sehr viele Gruppen, die sich da quasi für die eine oder andere Seite declared hat. Und einige von diesen Gruppen quasi sind quasi, sagen wir,
more sophisticated und machen eben quasi auch wirklich so quasi Attacken, eben zum Beispiel, sagen wir jetzt, aufs Eisenbahnsystem, werden quasi andere quasi eher einfach in den Informationskrieg eingreifen. Ich würde so sagen, ich glaube, eben, was man von uns nicht so stark sieht, ist, dass sie schon relativ viele Sachen breached haben, in der einen oder anderen Form. Und dass das, sagen wir zumindest, plausibel, sagen wir zum Beispiel, auch die offensiven Operationen von gewissen quasi pro-russischen Gruppen unterminiert hat. Oder es gibt zum Beispiel, sagen wir, die bekannte Ransomware-Gruppe Conti, oder? Und die hat ehrlich gesagt, wir werden die westliche Infrastruktur angreifen, das sind selber gehackt worden und dann ist plötzlich wieder ruhiger geworden. Also in dem Sinn, eben, ist noch schwierig für jetzt gut, aber es hat vermutlich schon einen gewissen Effekt gehabt. Aber es ist in dem Sinn sicher kein kriegsentscheidender Effekt. Mhm. Gäbe es denn, ich sage mal, vielleicht noch eine ungenutzte oder ungenutzte Waffe im Cyberkrieg, die bis jetzt noch niemand angewendet hat, wo ja, vielleicht so ein bisschen säcküberwältigend, wo der Atombombe ist oder vielleicht nicht gerade die Atombombe, aber ich sage mal, etwas, wo den Konflikt jetzt noch könnte beeinflussen? Ja, also was natürlich wirklich möglich ist, oder, das wäre quasi ein schwererer Angriff auf kritische Infrastruktur, entweder im Westen oder in Russland. Oder, Stromnetz oder Spital oder was für eine kritische Infrastruktur? Genau, also das kann man grundsätzlich die ganze Palette durchgehen. Es gibt zum Beispiel, sagen wir, die Liste von CISA bei den Amerikanern, sind quasi 16 kritische Infrastrukturen. Aber wie gesagt, ich meine, die Amerikaner, die Signal, dass ich will, sagen wir, sie haben schon Capacity, sehr, sehr schwer, wegen die Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen durchzuführen. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass auch die Russen Kapazitäten hätten, aber wie gesagt, also sie haben in dem Sinne nicht einfach quasi die Eskalationsdominanz, weil sie sind selber auch sicher verwundbar. Sagen wir, das realistischste Szenario, wo sicher viele Leute im Kopf haben, das ist so ein bisschen etwas wie NotPetya. NotPetya, das ist eigentlich schon fast quasi, sagen wir, ökonomische Kriegsführung, das ist jetzt nichts, wo quasi sehr gezielt auf eine Infrastruktur geht, was dann quasi nur darum geht, die kaputt zu machen, sondern wo man halt etwas hat, wo sich dann quasi einfach selber verbreitet und quasi sehr breit gestreut wird, oder? Und dann quasi bei vielen Firmen, sagen wir, durch das Daten gelöscht werden, größere ökonomische Schäden kann auslösen. Und das ist eben 2017 ist das der Fall gewesen, mit dem quasi NotPetya, wo Russland auf die Ukraine losgelassen hat und nachher quasi im Westen mehr als 10 Milliarden an Schäden ausgelöst hat. Im Westen? Also nicht nur Ukraine, sondern quasi der ganze Westen? Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Also so etwas ist grundsätzlich möglich, aber wie gesagt, es ist sicher auch für Russland nicht ohne Risiko, oder? Weil wenn man dann wirklich so etwas macht, dann ist quasi immer unsicher, wie reagiert der Westen. Und es ist sicher so, dass zum Beispiel, also die UK und die US, die haben beide schon sehr stark angekündigt, also wenn die Russen irgendetwas quasi von uns angreifen, dann greifen wir euch massiv zurück, wir haben die Capacities, oder? Und das Zweite ist natürlich, dass die NATO in Theorie quasi auch den digitalen Bündnisfall kennt, oder? Also wenn ich jetzt wenn ich das wirklich völlig wird ausarten und dann weiß man nie genau, wo liegt die Schwelle, aber dann könnte quasi NATO-Länder auch durch so etwas den Bündnisfall auslösen und das ist sicher auch nicht im Interesse von Russland. Darum, es ist sicher möglich, aber wir haben es bis jetzt zum Glück, sagen wir, nicht gesehen und wenn wir es sehen, eben, würde ich jetzt vermutlich fast erwarten, dass die Russen quasi also Cyberkriminelle quasi vorschieben, um noch irgendwie so ein bisschen Deniability zu haben. Ja, zum Sagen, wir sind nicht daran geschuldet, das haben wir nicht. Weil das hast du nämlich schon in der 10 vor 10 Sendung vom 1. März erwähnt, der Bündnisfall 5 von der NATO, wo wir vielleicht noch zur Vollständigkeit selber erklären können, kurz. Das ist ja so das Herzstück, wirklich das Herzstück eigentlich von der NATO, wo sagt, wenn ein Angriff auf einen NATO-Staat erfolgt, dann wird das als Angriff auf die gesamte NATO gewertet. Und in dem Fall eben dann mit dem Bündnisfall, wenn die NATO dann den Bündnisfall 5 tatsächlich auslöst,
dann heisst das, dass eigentlich dann alle unverzüglich Beistand zu leisten haben, sich das mit Waffengewalt, humanitäre Hilfe, andere Hilfsgüter, whatever. Also da kann dann jeder Staat selber entscheiden. Und du hast gesagt, eben, dass so eine Cyberattacke das eben auch kann auslösen kann. Und darum, wo du vorher gesagt hast, es hat 10 Milliarden Schaden ausgelöst im ganzen Westen. Habe ich gerade gedacht, ist das nicht auch so ein Fall? Oder was braucht es effektiv, um den Bündnisfall 5 in der Welt vom Cyberkrieg auszulösen? Müssen da zuerst tatsächlich Menschenleben zum Opfer fallen? Oder ein Wirtschaftsschaden von XY Milliarden? Oder ja, was löst der aus? Ja, also man muss vielleicht zuerst sagen, es gibt so quasi einen Scale, einen Effekt-Test, wo man quasi kann sagen, wie schwer so etwas ist. Aber, und das ist zu einem gewissen Teil auch bewusst, es ist nicht ganz klar, wo die Linie liegt. Oder? Mhm. Und darum gibt es sicher auch Room for Misunderstanding. Ich würde so sagen, also wenn jetzt eine einzelne Cyberattacke quasi das auslösen sollte, dann muss sie sicher quasi einen kinetisch äquivalenten Effekt haben. Also sie müsste auch quasi kinetisch etwas zerstören, was man durchaus kann machen mit Cyberangriffen. Man kann zum Beispiel sagen, wir, ein gewisser Teil vom Stromnetz quasi ist dann so überladen, dass wirklich Sachen kaputt gehen und die hätten quasi wirklich auch effektmäßig einen grossen Effekt. Oder also quasi auch ohne, dass es jetzt direkt Tote gibt, dass man quasi indirekt so einen grossen Schaden hat, wo dann quasi, sagen wir, probabilistisch Tote gibt, kann ein Bündnisfall ausgelöst werden. Aber, und das ist eben interessant und das ist wirklich neu, das hat man eigentlich erst 2021 eingeführt, hat eigentlich die NATO zur Abschreckung, weil man gesagt hat, ja, look, jetzt machen die immer die Operationen und das sind halt vermutlich trotzdem unter der Schwelle, wir wollen quasi eine bessere Abschreckung haben, haben sie gesagt, das kann man auch kumulativ erreichen. Das heisst, es muss nicht ein riesiger Attacke sein, sondern kann eben kumulativ sein, oder? Und das ist quasi neu. Mhm. Und da ist natürlich unklar, wenn jetzt quasi so etwas Not-Pedia-mäßiges wird kommen. Oder also nur, wenn man jetzt quasi die Daten von vielen Unternehmen löscht, wäre das quasi das. Also vermutlich läuft es sich einfach daraus aus, dass dann immer noch abgewogen wird, eben, will man eben jetzt wirklich alle in den Krieg gehen. Oder? Vermutlich ist das einfach, darum ist die Schwelle so variabel, oder? Weil irgendwie, wenn man jetzt will in den Krieg gehen, dann setzt man sie vermutlich einfach tiefer und sagt, ja, die ist jetzt erreicht. Und wenn man findet, nein, man will einfach nicht in den Krieg mit Russland, und darum ist die Schwelle einfach relativ hoch, oder? Ich glaube, das ist sicher ein faires Assessment. Also wie gesagt, ich denke, die Schwelle, um das auszulösen durch einen Cyberangriff, ist sicher relativ hoch. Aber eben gerade auch, wenn man quasi den Kumulativfaktor hat und das quasi nicht so klar definiert ist, kann es einem niemand so genau sagen. Ja. Vielleicht eben zum Schluss noch, also wir haben ja auch die Schweiz gestreift. Klar, wir sind jetzt da, die Schweiz ist nicht wirklich involviert, oder? Aber trotzdem, das ist ja auch selber auch schon angetönt worden, oder? Von der Amherd, oder? Wenn ich es recht habe. Dass sie ja gesagt hat, Cyberkrieg ist auch in der Schweiz wichtig und wir sind da gewappnet und so. Obwohl das in der Vergangenheit hat es damals eher schlechter darüber berichtet worden, wie es um die Cybersicherheit von der Schweiz steht. Aber wie beurteilst du das? Also einerseits eben, wie ist da die Schweiz gewappnet und wie wäre das Risiko oder ist das Risiko? Ja, also eben, was man vielleicht zuerst können sagen ist, oder, also die Schweiz ist sicher in der Vergangenheit, sagen wir zum Beispiel auf der Spionage-Ebene, sicher schon das Ziel von russischen Aktivitäten für einen gewesen, oder? Da gibt es den Fall Ruag, da gibt es den Fall vom Labor Spiez. Die Schweiz würde die Fälle quasi nicht offiziell attributen, aber grundsätzlich geht man davon aus, dass es Russen waren. Und die Schweiz ist auch damals letztlich auch Schweizer Unternehmen gegeben, die bis etwas wie NotPetya betroffen gewesen sind. Das heisst, es besteht eben quasi jetzt in einem Umfeld, wo man vielleicht quasi gegenüber einem Normalbetrieb ein erhöhtes Risiko hat, besteht sicher auch in der Schweiz ein erhöhtes Risiko, dass entweder quasi eben so als Collateral Damage, wenn jetzt wirklich so etwas NotPetya-mäßiges wird kommen, etwas beschädigt werden oder eben halt quasi für sagen wir, gezielte Institutionen, die einfach quasi könnte interessant sein für Russland, wo auch 2-3 in der Schweiz sind. Die Frage nach der Bereitschaft, man kann sicher sagen, und das kann man glaube ich positiv sagen gegenüber der Politik, man hätte in den letzten Jahren versucht, quasi Mittel aufzustocken,
Also der Schweizer Nachrichtendienst hat jetzt quasi mehr Cybermittel. Auf der Armeeseite ist mir dabei quasi, dass das stärker aufzubauen. Es gibt natürlich das NCSC, also das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, weil das so ein bisschen, sagen wir, ein Ansprechpunkt ist, wo quasi auch, sagen wir, versucht, Unternehmen zu drängen, zum Beispiel, sagen wir, Patches etc., was schon lange sollten, reinzubringen etc. Gleichzeitig, und das ist einfach so, oder ich meine, die Angriffsfläche, die ist natürlich enorm, oder? Mhm. Und das heisst, dass man da quasi alles kann verhindern, ich glaube, das ist sicher relativ schwierig, aber das ist für jeden Staat sehr schwierig, auf eine faire Weise. Ja, also vielleicht, wir könnten noch zum Abschluss, ich glaube, das ist von dir auch, Luca, aber wir haben jetzt immer eben vom Cyberkrieg im negativen Sinn, aber eben, ob es auch irgendwie so eine friedenssichernde Massnahme gibt, wo man kann mit Cybermitteln erreichen, oder? Also nicht nur zerstören, sondern kann man irgendwie in so einem Krieg irgendwie etwas Positives bewirken? Ja. Ist im Grunde, also grundsätzlich ist noch so, das dürfen wir quasi bei allem quasi reden über Informationsoperationen etc., dürfen wir es nicht vergessen, eigentlich, dass das Internet alles in allem, auch wenn es quasi zum Beispiel, sagen wir, in Russland viel Zensur geht und weil es quasi viel Trolls gibt und alles Mögliche, es ist in dem Sinn immer noch weniger kontrolliert als quasi die klassischen Broadcast-Medien wie Fernsehen oder Radio. Also wenn man zum Beispiel in Russland anschaut, die jüngeren Generationen sind im Krieg eher skeptisch eingestellt, während ältere Generationen, die vielleicht wirklich nur TV schauen, wo dann quasi eins zu eins nur russische Propaganda so bekommen, das vielleicht anders ganz. Das heißt, rein informationsmäßig, dass man quasi auch quasi aussehen und viel Informationen in die Welt setzt, quasi kann man durchaus helfen, die Propaganda quasi ein bisschen weniger effizient zu machen. Und das andere ist, wie soll ich sagen, es gibt, das ist vielleicht nicht für Einzelpersonen, aber es gibt quasi Dialogformat, wo man eben quasi versucht, quasi vertrauensbildende Massnahmen zwischen Staaten zu haben, eben, dass es nicht zu Missverständnis kommt. Und man kann natürlich, sagen wir, die gleichen Mittel, die man zur Spionagetätigkeit einsetzt, kann man auch einsetzen, quasi so Sachen wie zum Beispiel einen Waffenstillstand etc. Zur Prüfung etc. Also es gibt sicher Möglichkeiten, aber es ist vielleicht, wie soll ich sagen, als Einzelperson zum Teil ein bisschen schwieriger einzugreifen, als jetzt, sagen wir, wenn man wirklich einfach sich jetzt irgendwie will melden und quasi irgendwie irgendwelche Attacken fahren. Ja, klar. Mhm. Ich könnte irgendwelche Konten wieder entschlüsseln, wo Ransomware irgendwie gehackt worden sind oder so. Genau. Ich würde sagen, machen wir uns da fertig. Wir sind ja schon recht lang dran. Ist jedenfalls sehr spannend gewesen. Kevin, ja, danke vielmals, dass du dir danke Zeit genommen hast und mit uns über Cyberkrieg zu reden. Dann, ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht und ich kann mir vorstellen, dass das wieder mal ein Thema wird sein bei uns. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir da fertig. Danke eben nochmal fürs Mitmachen, allen fürs Zuhören und genau, bis zum nächsten Mal und tschüss miteinander.